Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir den Albtraum meiner Jugend. Eierlikör. Spaß beiseite, der Eierlikör ist wirklich was sehr, sehr Leckeres. Ich habe halt damals so mit 17, 18 sehr, sehr miese Erfahrungen mitgemacht. Traue mich aber jetzt nochmal ran, weil es ein wunderschönes Rezept in unserem Forum gibt. Und das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Für den Eierlikör brauchen wir eigentlich nur den Thermomix. Den Rühraufsatz, den sollten wir einsetzen. Dann natürlich 5 Eier und zwar ganze Eier. Die kommen da einfach rein. 250 Gramm Zucker. Dann 3 Päckchen Vanillezucker. Vanillezucker kann man eigentlich auch selbst herstellen. Da gibt es im Forum auch schöne Rezepte für mit Vanilleschote und Zucker, dass man das selber herstellen kann. Es kommen noch 300 Gramm Sahne dazu. Das musste ich jetzt in 2 Gefäße packen, weil das Glas nicht ausgereicht hat. Und das Ganze wird jetzt 5 Minuten auf 70 Grad erhitzt bei Stufe 3. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das wird, weil ich habe, seit ich damals an den Vorräten von meiner Tante heimlich genascht habe, ein leichtes Trauma, was Eierlikör anbelangt. Aber man muss alles mal probiert haben oder in dem Fall wieder probiert haben. Ihr könnt den Eierlikör natürlich auch anpassen, jahreszeitlich, ne? Zum Beispiel an Weihnachten. Ist ja auch ein schönes Mitbringsel. Da macht ihr einfach eine Messerspitze Kardamom rein, ein bisschen Nelkenpulver und vielleicht auch etwas Zimt. Ja, dann kann man das Ganze abschmecken. Gibt noch mal eine schöne Variante, eine schöne Note. Okay, und jetzt kommt die wichtigste Zutat für unseren Eierlikör. Nach den Eiern. Korn. 400 Milliliter davon. Einfach rein da. Und dann nochmal 3 bis 4 Minuten erwärmen, 70 Grad, auch nochmal auf Stufe 3 mit dem Rühreinsatz, ganz klar. So, jetzt ist das ja noch warm, das heißt, ja, aber das sieht wirklich schon nach Eierlikör aus. Ich stelle das jetzt raus, damit es abkühlt, weil ehrlich gesagt warm möchte ich es noch weniger trinken. Das knallt mich, glaube ich, echt weg. Ihr habt den Vorteil, wir schneiden jetzt einfach das Abkühlen raus. Bis gleich. So, jetzt der alles entscheidende Moment. Werde ich mein Eierlikör-Trauma überwinden oder werde ich mein Eierlikör-Trauma verstärken? Also, es ist so allein von der Farbe her schon, naja gut, Geschmackssache. Aber ich bin gespannt. Außerdem habe ich gerade überlegt, ich muss mir dringend mal Likörgläser besorgen, weil ich kann jetzt den ganzen Schnaps hier nicht aus dem Weißweinglas trinken, aber egal. Cheers. Ich weiß, warum ich das damals so viel getrunken habe. Es schmeckt echt gut, wirklich. Also, schöne Konsistenz, das schmeckt eigentlich fast wie Vanillesoße. Vanillesoße mit Alkohol natürlich, aber es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und ich kann mir das auch echt gut vorstellen, wenn da noch so ein paar Weihnachtsgewürze dran sind, das auch irgendwie nach der Bescherung unterm Christbaum zu pitchen. Ich glaube, ich mache eh viel zu wenig Getränke mit dem Thermomix. Ich glaube, das hat mich davon überzeugt, dass ich die nächste Folge, die ihr jetzt hier gleich anklicken könnt, auch noch mal ein Getränk mache. Dann machen wir Marzipanlikör. So, jetzt gebe ich es mir. Cheers! Ihr könnt mir ja eure liebsten Eierlikör-Rezepte schicken. Schreibt die in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video so gut gefallen wie mir der Eierlikör. Und ich muss den jetzt austrinken. Bis bald. Tschüss!